Ich liebte es, im Bett zu liegen und Frank zuzuhören, wenn er Musik abspielte. Er begleitete die Songs oft mit der Mundharmonika oder trommelte auf seinen Bongos. Ich hatte ihm so ein kleines Tasteninstrument geschenkt. Da spielte er auch oft mit einer Hand die Begleitung. Ich fühlte mich dann wie in einer Wanne mit warmem Wasser. Und das Gefühl hielt viele, viele Jahre an. Ich hörte zu, Kater Leo lag schnurrend neben mir. Glückseligkeit. Dieses Empfinden von absoluter Geborgenheit habe ich später nie wieder erlebt. Eines Tages kam ich auf die Idee, beziehungsweise der Friseur überredete mich, mir meine langen Haare abschneiden zu lassen. Man trägt das jetzt so, sagte er. Wir kennen ja alle diese Sprüche von den Friseuren. Meine Kolleginnen in der Kita waren nicht begeistert, als ich nach der Mittagspause wieder in den Hort zurückkam. Wie siehst du denn aus? War noch die netteste Bemerkung. Und als Frank abends nach Hause kam und mich auf dem Sofa sitzen sah, sagte er trocken, ich hoffe, das ist eine Perücke. Danach hat er aber weiter nichts mehr darüber gesagt oder blöde Kommentare abgegeben. So war er halt und ich ließ meine Haare wieder wachsen. Ich hätte ihn so gerne geheiratet, aber er sprach nicht davon und irgendwie konnte ich das auch sehr gut verstehen. Er war ja noch nicht so lange geschieden. Aber mein Wunsch ging schneller in Erfüllung, als ich es je hätte mir erträumen lassen. Ich muss mit dir reden, sagte er sehr ernst eines Abends, als er von der Arbeit nach Hause kam. Und er erzählte mir, dass seine Firma ihm einen Job im Ausland angeboten hatte. In Saudi-Arabien. Dort wurde eine riesige Hafenanlage nach einem völlig neuen Verfahren gebaut. Frank sollte den Im- und Export leiten. Ich klatschte vor Begeisterung in die Hände, während Frank stumm vor sich hinguckte. Mir fiel ein Gedicht ein, das ich irgendwo einmal gelesen hatte und das aus dem Koran stammte. Sterblicher, wenn du für dein Glück sorgen willst, so ändere oft deinen Aufenthalt. Denn die Süßigkeit des Lebens besteht im Wechsel. Stehendes Wasser wird faul. Frank verdrehte die Augen. Wir heirateten kurz vor Weihnachten, im kleinen Kreis nur auf dem Standesamt, denn Frank sollte schon im Januar ausreisen. Ich trug kein weißes Kleid, sondern einen langen schwarzen Rock und eine silberne Jacke. Meine Mutter guckte, als wäre sie auf einer Beerdigung. Sie war nicht glücklich über meine Wahl. Es war ihr deutlich anzumerken. Es gab anschließend noch ein schönes Essen in einem schicken Lokal und das war's. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.